Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg morgen in der Felddienst-Arena. Heute mit einem etwas anderen Setting. Ich sitze hier leider alleine, aber immerhin können wir unseren Cheftrainer Dimitrios Gramotzis per Video zuschalten. Dimi, herzlich willkommen. Und die wichtigste Frage, die ich vorab stellen möchte, ist: Wie geht's dir? Ja, Glück auf erstmal und hallo. Mir geht's der Situation entsprechend gut. Ich hatte in den ersten Tagen Anfang letzter Woche so grippale Anzeichen gesehen und die sind aber seit Ende letzter Woche weg und ich fühle mich jetzt auch wieder fit und ja, bin jetzt zu Hause und versuche aus der Ferne so viel Einfluss zu nehmen wie nur möglich. Dann wünschen wir an der Stelle nochmal gute Besserung und dass du schnell wieder hoffentlich bei uns dann auch am Platz stehst. Und dann gebe ich auch schon weiter. Die Journalisten sind diesmal auch nicht da, sondern sind nur digital dazugeschaltet. Und wir legen los mit Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Ja, hallo Dimi. Schön, dass du wieder gesund bist. Die wichtigste Frage: Sitzt du denn morgen auf der Bank? Wann ist der Plan? Wann stößt du wieder zur Mannschaft hinzu? Und wie sieht der Kontakt zu Sven Piepenbrock aktuell aus? Ja, auf der Bank werde ich leider nicht sitzen können jetzt gegen Nürnberg. Wir sind ja im ständigen Austausch mit unserem Arzt und mit dem Gesundheitsamt hier in Velbert. Und da sind wir natürlich darauf bestrebt, so schnell wie möglich da eine Lösung zu finden. Aber es gibt ja auch eine ganz klare Verordnung, es gibt eine ganz klare Richtlinie und an die halten wir uns. Und ich hatte vorgestern einen PCR-Test mal gemacht, der ist aber leider immer noch positiv ausgefallen. Und deshalb macht es da leider noch nicht möglich, am Freitag auf der Bank zu sein. Und wie der Plan jetzt aussieht, da werden wir jetzt Anfang dieser Woche uns mit dem Gesundheitsamt weiter in Kontakt bleiben und dann schauen, dass ich dann in der normalen Quarantänezeit dann mich nochmal freitesten lasse. Und wenn er dann negativ ausfällt, dann komme ich dann auch hoffentlich vielleicht Mitte nächster Woche raus. Also da bin ich gute Dinge, aber es ist schon eine schwierige Situation und deshalb versuchen wir natürlich viel auch über Video mit unserem Trainerteam zu arbeiten. Wir sind viel in Kontakt, vor allen Dingen auch mit Sven Piepenbrock. Wir besprechen viele Sachen und ich schaue mir alle Trainingseinheiten auf Video an. Die bekomme ich dann immer geschickt und wir analysieren die dann zusammen und versuchen dann zusammen auch die Spielvorbereitung anzugehen. Aber es ist schon eine Herausforderung und es ist für mich wirklich auch eine neue Situation, die nicht ganz einfach ist, von zu Hause aus zu arbeiten, denn mir fehlen die Jungs, mir fehlen die Spieler, mir fehlt dieses tägliche Arbeiten mit ihnen und deshalb ist es leider im Moment nicht möglich. Toni Lieto für den Kicker. Ja, hallo Dimi, willkommen zurück. Danke. Wie handhabst du das denn oder wie handhabt ihr das im Spiel? Vielleicht kannst du nochmal erklären aus deiner Sicht, wie das war gegen St. Pauli, wie war das mit dem Kontakt, wie habt ihr den gehalten und wie habt ihr das jetzt auch gegen Nürnberg vor und wo liegen da vielleicht einfach auch die Schwierigkeiten oder läuft das besser, als du dir das vielleicht vorgestellt hast? Ja, ich denke, im Rahmen der Möglichkeiten haben wir, glaube ich, versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe zu Matthias Kreuzer, der natürlich da auch der erste Ansprechpartner ist, zusammen mit Lars Gerling als Analysten, da versucht, Kontakt immer zu halten per Nachricht oder per Sprachnachricht, um Sachen, die dann mir auffallen, dann ihm mitzuteilen, damit er das dann weiter an Sven Piepenbrock weiterbringt. Ich bin aber jetzt auch keiner, der jetzt alle 15 Sekunden eine Nachricht schreibt, denn wenn man dann auf dem Platz steht oder an der Seitenlinie steht, dann spürt man das Spiel ganz anders, dann nimmt man das ganz anders wahr. Aber ich denke, dass die 3-4 Sachen, die ich da angesprochen habe, auch genauso von dem Trainerteam gesehen wurde. Und deshalb glaube ich, ist es gut, dass man merkt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind, was viele Sachen angeht. Und deshalb fand ich, was dafür, glaube ich, im Rahmen unserer Möglichkeiten gut gelöst. Dirk Große Schlamann für Sky Sport News. Hey Demi, alles Gute. Sag mal, das Wichtigste ist ja nicht nur, du bist nicht da, sondern die personelle Situation hat sich ja unter der Woche auch nicht gerade günstig dargestellt. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, bis wir schon Infos haben, bei wem läuft es, bei wem nicht. Vielleicht auch nochmal eine kurze Info, was gerade Marius Bülter angeht, weil diese Blutgeschichte ja schon für uns jetzt erstmal ziemlich undurchsichtig war. Ja, bei Bülti ist es so, nach seiner Geschichte, wo wir dann jetzt erstmal die Blutwerte abwarten mussten, die sind jetzt raus und auch zusammen mit dem Kardiologen eine Untersuchung gemacht und haben dann entschieden, dass es noch keinen Sinn macht, dass er jetzt am Freitag mit dabei sein wird.
Der Kardiologe hat auch gesagt, dass er auch erstmal ja, so ein bisschen aufgebaut wieder werden muss Anfang nächster Woche und dann ja, teilintegrativ reinkommt ins Mannschaftstraining. Also wird auf jeden Fall definitiv am Freitag ausfallen. Aber ich hoffe, dass er Anfang nächster Woche schon wieder Teile so langsam wieder mit der Mannschaft mitmachen kann. Aber da müssen wir auch vorsichtig sein. Und wir sind immer im ständigen Austausch auch mit den Fachärzten. Und deshalb müssen wir da auch ja, einen richtigen Weg finden. Und was die andere... Wenn ich da kurz einmal einhaken darf, Entschuldige. Es klingt so, als wenn er Herzprobleme hätte. Oder Nein, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben die Blutwerte gesehen und die Ärzte haben insgesamt einfach entschieden, dass wir aus Vorsichtsmaßnahmen das einfach noch nicht optimal ist, was die Blutwerte auch angeht. Und das ist aber kein großes Ding. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und deshalb wird er schon Anfang nächster Woche schon wieder Teile mitmachen können im Training. Okay, sorry für die Unterbrechung, aber vielleicht könntest du noch mal kurz ausführen, was mit dem restlichen Personal ist. Danke. Ja, die Liste ist leider nicht viel kürzer geworden. Ich meine, die Jungs, die jetzt schon von uns genannt wurden, die definitiv ausfallen. Das Gute ist, dass der Flo Flick, der Jaro Mikhailov, Darko Chulinov auch wieder voll im Mannschaftstraining sind, auch Optionen sind für das morgige Spiel. Salif Sané ist weiter im Aufbautraining. Lenny Drissi hat ein bisschen Probleme mit dem Rücken, aber der trainiert auch ganz normal mit bei Domme Drexler. Der hat auch nach dem Spiel ja ein bisschen Probleme gehabt mit der Muskulatur. Da müssen wir leider nochmal das Abschlusstraining heute abwarten. Ist auch ein bisschen fraglich. Und da müssen wir auch sehen, wie es da aussieht. Keke Top wird leider ausfallen, weil er am letzten Sonntag bei der U19 gespielt hat und sich da leider verletzt hat. Und deshalb wird er da auch ausfallen für das morgige Spiel. Aber ansonsten ja, sind die Jungs, die da fit sind, haben wir noch genug Jungs, die dann auch morgen hoffentlich da ein gutes Spiel machen werden. Toni. Timi, noch mal eine Frage zu Marius Bülter. Die Blutwerte, das ist also jetzt aufgefallen im Rahmen dieser Boosterimpfung. Die war Auslöser dafür, dass er sich schlecht gefühlt hat. Und dann habt ihr Blutwerte genommen und die sind jetzt nicht gut. Ist das der Ausgangspunkt gewesen? Stimmt das? Ja, ich glaube, das ist so ein komisches Thema. Er war ja ein bisschen angeschlagen, hat sich da ein bisschen schlapp gefühlt, ein bisschen kaputt gefühlt, hat daraufhin versucht, ein bisschen was zu machen, aber hat sich dann ja von der Körperlichkeit nicht so optimal gefühlt und deshalb haben wir ihn ein paar Tage rausgenommen. Und es ist natürlich klar, wenn sich ein Spieler nicht so optimal fühlt, dass wir dann versuchen, alles abzuchecken, weil das ist ja auch unsere Pflicht, weil die Jungs müssen natürlich da auch ein ja, richtig hohes Pensum abliefern. Und alle insgesamt haben dann gesagt, okay, wenn das so der Fall ist, dann macht es noch keinen Sinn, einfach jetzt gegen Nürnberg dabei zu sein. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Aber es ist jetzt nichts Gravierendes. Also er ist einfach nur ein bisschen müde, er fühlt sich noch nicht so fit. Und deshalb wird er erst ab nächste Woche wieder zu der Mannschaft stoßen. Deborah Schutzke für die Bild-Zeitung. Ja, hallo zusammen. Gibt es für das Spiel am Nürnberg eine taktische Umstellung? Wirst du mit zwei Spitzen vorne, dann auch mit Dadaschow und Pieringer spielen? Oder was ist da überlegt? Ja, wir wollen natürlich versuchen, trotz der personalen, Engpass, aber schon mit Jungs, die natürlich im vorderen Bereich fehlen, trotzdem unsere Art und Weise auf den Platz zu bringen. Weil die Jungs, die jetzt auch... morgen spielen werden, sind ja taktisch genauso geschult wie die Jungs, die vielleicht ein bisschen mehr gespielt haben. Also von daher, glaube ich, bringt es nichts, jetzt alles auf den Kopf zu werfen und also zu sagen, ja, wir machen jetzt komplett was anderes. Die Jungs sind in ihren Abläufen, alle wissen, was sie zu tun haben und wir haben immer noch eine schlagkräftige Truppe beisammen. Die Jungs können morgen sich zeigen, die Jungs können morgen Gas geben gegen einen sehr guten Gegner und ich freue mich auf das Spiel und hoffe, dass die Spieler auch die gute Trainingswoche, die gute Trainingsleistung auch unter der Woche auf dem Platz sein werden. Todi, dann mach weiter. Timi, ihr seid nur 3 Punkte weg vom Aufstiegsplatz. Gefühlt muss man sagen, es ist irgendwie mehr. Dafür ist eure Bilanz gegen diese ganzen Top-10-Teams einfach auch zu schlecht. Man könnte meinen, ihr seid irgendwo im Mittelfeld und habt keine Chance, oben ranzukommen, aber es sind eben nur 3 Punkte. Wie bewertest du eure Ausgangssituation jetzt 2 Spiele vor Jahresende? Ja, unsere Statistik gegenüber den sogenannten Top-Teams oder die in der oberen Hälfte stehen, glaube ich, ist auf jeden Fall ausbaufähig. Das haben wir, glaube ich, auch erfahren. Da haben wir ja, das muss man einfach sagen, zu wenig auch gepunktet. Aber wir wissen auch, wie ausgeglichen diese Liga ist. Man sieht einfach immer wieder jede Woche,
dass es keine richtigen Favoriten gibt, dass jeder jeden schlagen kann. Und deshalb haben wir vielleicht in den letzten Spielen nicht so optimal gepunktet. Aber dennoch, wie du schon richtig sagst, sind wir immer noch in Schlagdistanz. Und das war ja auch unser ganz großes Ziel, dass wir da erstmal dranbleiben. Wir sind aber dennoch nicht zufrieden mit der Punkteausbeute. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen jedes Spiel Gas geben. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir manche Sachen auch besser machen müssen als im letzten Spiel gegen St. Pauli. Und der Gegner jetzt, der auf uns wartet, ist von der Art und Weise, vom System her, von der Spielweise schon ein bisschen ähnlich, was auch St. Pauli spielt. Und deshalb wird es auch wieder eine Herausforderung, aber wir freuen uns. Tun, du hast einen Lauf. Mach ruhig weiter. Ja, wenn keiner möchte, frage ich gern. Guido Burgstaller hat euch wehgetan am letzten Wochenende gegen St. Pauli. Bei den Nürnbergern spielt Johannes Geis, der hat auch eine Schalke Vergangenheit. Wie siehst du ihn so? Braucht ihr für den auch jemanden, der ihn so ein bisschen in Schach hält? Er kann ja gute Pässe schlagen auch, hat auch gute Standards. Ist natürlich heiß, gegen den FC Schalke zu spielen. Welche Rolle spielt er so beim Gegner auch? Ja, ich denke, er ist ein absoluter Fixpol für die Nürnberger. Ich denke, dass er jemand ist, der vor allem diese Saison zeigt, dass er in einer relativ jungen Mannschaft jemand ist, der mit seiner Erfahrung auch den Jungs hilft. Und er ist ein sehr guter Spieler der zweiten Liga. Er ist, wie du schon richtig sagst, über Standards sehr, sehr stark, hat aber auch immer eine sehr gute Lösung, wenn er den Ball am Fuß hat. Also er ist jemand, dem man auf jeden Fall nicht so viel Raum bieten darf, weil er immer wieder auch die Spitzen immer mit guten Chipbällen oder mit Vertikalpässen gut in Aktion bringt. Und es ist natürlich klar, dass man auch vermeiden sollte, Freistöße, die vielleicht irgendwo in einer guten, ausgangsreichen Position irgendwo stattfinden, zu vermeiden, denn er hat wirklich einen guten Fuß. Aber ja, ich glaube, es geht jetzt nicht, glaube ich, nur um Geis, sondern die Nürnberger haben viele gute Jungs drin. Sie spielen eine tolle Saison bisher. Aber wichtig ist, was wir auch zeigen. Also die Jungs, wenn ich mir die Trainingseinheiten angucke, wie motiviert die waren, wie die Gas gegeben haben, das ist, was mir eigentlich Mut macht für morgen. Und ich hoffe, dass wir das einfach hier zu Hause vor unserer Kulisse versuchen, wieder auf dem Platz zu zeigen. Robin Haag für die WAZ. Was mich noch interessieren würde, ist, hatten Sie unter der Woche auch Kontakt zur Mannschaft? Gab es da irgendwie Videoschalten zur Mannschaft? Haben Sie da mit ihr gesprochen oder haben Sie das alles den Co-Trainern überlassen? Ja, zunächst einmal habe ich sehr großes Vertrauen in mein Trainerteam. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Jungs, die da ihren Job top machen. Ich telefoniere mit den Spielern sehr oft. Wir sind im ständigen Austausch und da höre ich wirklich nur sehr, sehr positive Sachen, wie die Art und Weise angeht, wie das Team zusammenarbeitet. Und deshalb auch Kompliment an dieser Stelle für das komplette Trainerteam, das zu keinster Zeit irgendwie gesagt hat, ja, und wie scheiße das ist, sondern angepackt hat, Gas gegeben hat und wirklich es Spaß macht, selbst in dieser Situation so zusammenzuarbeiten. Und Kontakt ist immer da. Wir versuchen telefonisch auch oft mit den Spielern zu reden, ich vor allem. Aber ich bin jetzt kein Fan davon, da so viele Videoschalten zu machen, denn man kann einfach das, was man fühlt, was man denkt, was man macht, nicht so rüberbringen. Und dafür macht das Sven zusammen mit den anderen Jungs wirklich sehr gut. Und deshalb passt das auch so von der Art und Weise. Dirk. Wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast ja letzten Freitag, den letzten Samstag ja auch schon zu Hause geguckt. Keine Ahnung, musst du in den Keller, sagt deine Frau, nee, der dreht mir zu sehr durch. Oder hast du dir ein eigenes Coachingzimmer eingerichtet? Wie funktioniert das? Ja, ich habe es hier bei uns ganz normal im Wohnzimmer geschaut, mit meiner Familie zusammen, aber habe nebenbei noch meinen Laptop gehabt, um dann auch im Nebenraum auch nochmal analytisch drauf gucken zu können. Aber es ist wirklich eine Katastrophe für mich, wirklich. Also diese Erfahrung, ich hoffe, wenn diese Zeit vorbei ist, muss ich die nie wieder erleben, weil das ist wirklich für mich sehr, sehr schwer, wenn man dann nicht so eingreifen kann, wenn man dann auch, teilweise habe ich sogar versucht, Spielern irgendwie zu coachen am Bildschirm, obwohl die wusste, dass die mich gar nicht hören. Also war ganz komisch, aber ja, man ist trotzdem drin, aber es ist wirklich nicht sehr schön, aber dennoch versucht man das Beste draus zu machen. Ja, der Fernseher hat es überlebt. Er hat es überlebt, Gott sei Dank, ja. Aber es war sehr knapp. Gibt es weitere Fragen? Andreas Ernst.
Inwieweit haben die beiden Spiele denn vor, also einen entscheidenden Charakter im Blick auf die Rückrunde? Es sind nur zwei Spiele wie irgendwelche Spiele auch, aber es sind halt zwei Mannschaften von oben, es sind zwei Top-Teams, gegen die habt ihr so schlecht ausgesehen. Man geht ja immer mit einem bestimmten Gefühl in die Winterpause. Oder sind es einfach nur zwei Spiele wie irgendwie alle anderen auch? Ja, es ist natürlich klar, dass man vor der Winterpause mit positiven Erlebnissen diese Vorrunde beenden möchte. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Ergebnisse jetzt nicht Auswirkungen haben auf unsere Art und Weise, wie wir uns dann fühlen werden. Aber es sind aber auch nicht zwei Endspiele für uns, sondern es sind zwei Spiele, die wichtig sind, wie auch jedes andere auch. Wir haben jetzt einen guten Gegner vor der Brust, den wir jetzt erstmal bekämpfen müssen. Und das ist, glaube ich, was wir machen sollen. Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, schon an Hamburg zu denken, denn Nürnberg ist eine sehr, sehr starke Mannschaft. Das haben sie bewiesen. Und da müssen wir uns jetzt alle Kräfte bündeln und nach Reis zu gehen und dann versuchen, auch aus diesen beiden Spielen dann das Beste rauszuholen. Und wir sind Schalke 04 und wir wollen dennoch natürlich auch den Anspruch haben, jedes Spiel zu gewinnen. Und das müssen wir in diesen zwei Spielen absolut zeigen. Frank Leschinski für die Ruhrnachrichten. Frank? Du bist noch stumm. Sollen wir mal ein bisschen Zeit erkaufen und vielleicht stellt der Toni noch eine Frage zwischendurch und dann, na, der Andi springt ein. Dauert vielleicht ein bisschen bei Kollege Leschinski. Du hast gesagt, Salif Sané Aufbautraining. Wird das was noch vor Weihnachten? Weil beim letzten Mal haben wir nicht nach Salif Sané gefragt, auf einmal hat er gespielt, deswegen frage ich jetzt auf einmal. Ja, das hast du dir vorgenommen seit letztem Mal. Ja, absolut. Das verpasse ich nicht nochmal. Ja. Nee, also er ist im Aufbautraining, er hat schon ein, zwei Sachen mit der Mannschaft machen können, aber nur was Technik angeht und ein bisschen im Positionsspiel als freier Mann. Bei Salif ist es ist halt immer so eine schwierige Situation, weil man einfach von seiner Gemütslage abhängig ist, was das Knie angeht, ob das Knie hält, wie die Reaktion auch von dem jeweiligen Trainingstag dann immer ist auf das Knie. Und deshalb ist es halt immer schwer zu sagen, ob das dann reicht, nächste Woche wieder vielleicht mehr zu machen oder nicht. Es ist halt eine schwierige Situation und deshalb kann ich da auch wirklich keine Prognose stellen. Frank, soll ich es mal probieren? Jawohl. Jetzt habe ich es geschafft, ja. Dauert länger, ich bin so alt. Von Borussia Mönchengladbach ist ein junger Stürmer im Gespräch. Können Sie das Interesse bestätigen, dass der im neuen Jahr für Schalke spielt? Also ich habe das so wie, ich habe in der Hand ab, das so wie auch in der Vergangenheit, dass ich mich zu Namen nicht äußere oder nicht kommentieren möchte. Also es ist natürlich klar, dass wir uns für die Winterpause nochmal zusammensetzen werden. Und auch natürlich Sachen durchgehen werden, aber Namen möchte ich jetzt nicht kommentieren. Gibt es weitere Fragen? Robin Haag. Die Personallage ist ja gerade auch im offensiven Bereich sehr dünn. Ist Darko Chulinov denn schon eine Option, auch vielleicht vorne drin zu spielen? Auf jeden Fall. Also ich denke, Darko ist da flexibel einsetzbar. Das war ja auch ein Grund, warum wir ihn geholt haben. Es war natürlich sehr, sehr schade jetzt, dass er aufgrund seiner Schulterthematik nach der Nationalmannschaft, bei der er sich verletzt hat, ja leider jetzt ausgefallen ist, weil er auch davor schon gute Sachen gezeigt hat. Und natürlich ist er eine Option, auch vorne zu spielen, klar. Toni. Ja, Dini, vielleicht kannst du mir erklären, ihr habt ja eure Herangehensweise so ein bisschen verändert. Ihr wollt mehr Leute im gegnerischen Strafraum haben, alles ein bisschen offensiver. Hat ja gegen Sandhausen zum Beispiel ganz gut geklappt. Mhm. Das hat aber, glaube ich, zur Folge, dass die Abstände hinten ein bisschen größer sind. Damit hattet ihr, glaube ich, jetzt zuletzt Probleme. Defensive eigentlich immer stabil, die hat sich personell ja auch nicht groß verändert. Zuletzt wirkte das ein bisschen instabiler mit mehr Abständen. Wie siehst du das? Müsste da noch ein bisschen mehr die Balance dann finden, spielerisch? Boah, das weiß ich nicht. Also es ist natürlich immer, wie du schon richtig sagst, immer ja so eine Herausforderung, kompakt nicht nur in der Defensive zu sein, sondern auch im Spiel mit dem Ball und auch an den Ballverlust, an den eventuellen Ballverlust schon zu denken, damit man dann auch Zugriff auf den Gegner hat. Ich fand, dass es jetzt gegen Pauli die erste Halbzeit, wir einfach generell nicht gut im Spiel waren. Ich fand zwar, dass wir immer irgendwo in Schlagdistanz waren, um den Gegner vielleicht zu bedrängen, aber irgendwie haben wir nicht richtig zugepackt, sondern wir haben immer so ein bisschen Restabstand gehalten. Das, was uns eigentlich immer ausgezeichnet hat, auch in den stabilen Spielen, dass wir immer sehr, sehr
aggressiv waren in den Zweikämpfen, das hat gegen Pauli vor allem in der ersten Halbzeit gefehlt und das müssen wir absolut besser machen. Und ich denke, dass das Spiel mit dem Ball, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, schon deutlich besser geworden ist. Nur wissen wir natürlich, dass die Herausforderung auch darin besteht, auch trotzdem so lange wie möglich zu Null zu spielen, damit man dann auch bei ausgeglichenen Gegnern, und morgen wird es auch wieder ein Spiel sein, wo der Gegner ja stark ist, wo man dann vielleicht nicht immer auch den Ball hat, wo man dann auch defensiv erstmal stehen muss, alle Spielphasen abdecken muss. Und das ist die Herausforderung. Und aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie eine Tendenz erkennen kann, dass wir da jetzt in der Restverteidigung so oft ausgekontert worden sind. Also die Probleme, die wir letzte Woche hatten, waren eher, dass wir aus einer organisierten Abwehr eigentlich nicht diese Aggressivität einfach hatten in den Zweikämpfen, wie wir uns sie vorgestellt haben. Schau noch mal in die Runde, ob es noch weitere Nachfragen gibt. Ah, Andi Ernst hat noch eine. Ich will jetzt nicht immer das letzte Wort haben müssen, aber ich habe eine Frage. Du kennst Viktor Palsson gut, du hast ihn gegen Sandhausen draußen gelassen, hängt vielleicht ein bisschen durch im Moment. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Und Florian Flick, du hast betont, er ist wieder da, wäre ja ein Kandidat für die 6. Gibt es da wieder die Überlegung, Viktor mal draußen zu lassen? Ja, wir gehen natürlich alles durch, klar, aber ich finde, dass Viktor bis jetzt eine gute Saison spielt. Er hat der Mannschaft viel Stabilität gegeben in vielen Spielen. Er macht Sachen, die man vielleicht nicht immer sieht, die man vielleicht sagt, okay, das ist normal, aber wie er die Löcher stöpft, wie er oft auch Zweikämpfe gewinnt, ich glaube, er hat 3 oder 4 Mal so viel Kopfballduelle wie die meisten Spieler bei uns in der Mannschaft, also er gibt einer Mannschaft sehr viel Stabilität. Wir wissen auch, dass er sich natürlich auch im Spiel mit dem Ball verbessern muss. Das weiß er aber auch, aber er ist gewillt. Und ich bin froh, dass ich dennoch auch mit Flo jemand habe, der dann auch vielleicht nochmal ein anderes Profil mit sich bringt. Und das ist wichtig, dass wir dann auch variabel sein können. Und letztendlich geht es nicht um Viktor Palsson oder Flo Flick. Oder es geht, dass wir als Schalke 04 die bestmögliche Aufstellung wählen für diesen Spieltag. Und wenn das in dem Fall der Viktor ist, dann ist der Viktor. Wenn halt der Flo, dann der Flo. Aber das macht ja auch dann Kader dann aus, dass dann die Jungs dann auch bereit sind zu spielen. Gibt es da Fragen an den Cheftrainer von eurer Seite? Das scheint nicht der Fall zu sein. Scheinen alle Fragen beantwortet zu sein. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Coach, dir liebe Grüße nach Hause. Und gute Nerven für morgen dann. Allen anderen erstmal noch einen schönen Donnerstag und dann sehen wir uns hoffentlich morgen hier gegen Nürnberg in der Verlitz Arena wieder. Tschüss.